So, hallo und willkommen zu einer kleinen Rätselmap mit mir, Observer und. DevCovi, Servus. Ja, guten Tag. Seine Rätselmap nennt sich The Code 3. Den Ersteller wissen wir immer noch nicht. Wir haben schon mal einen Aufnahmeanlauf hinter uns. Dann waren die Servereinstellungen falsch. Außerdem ist bei Crowby der Anfang von der Aufnahme verloren gegangen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Aufnahme jetzt nochmal komplett neu. Eine Rätselmap machen wir jetzt, hat Ersteller und Downloadlink und Infolink und so weiter. Alles in der Beschreibung, natürlich auch zu Crowby und zu meinem Kanal entsprechend. Und dann legen wir los, wa? Ja. Gut, ich folge Ihnen. Oh, da geht's raus in den hellen Raum zu dem Amboss. Lasst uns laufen. Ich sehe am Ende des Tunnels ein Licht. Wow. What? Okay, Okay. ja, also wir sind hier sozusagen in der Lobby Jawohl. mit ganz vielen anderen Rätselmaps. Also das ist ja die Ja. dritte Rätselmap von der ganzen Serie. Und was haben wir jetzt hier? 35792, siehst du, ich habe vorhin den Zahlendreher gehabt. Ja. 35792, nicht 3. Die Zahl wäre sogar richtig gewesen, die ich gesagt hatte. Ja. Glaube ich. Ist ja Also, egal. ne, du hattest einen Zahlendreher, aber ist egal. Auf alle Okay. Fälle, nur so kurz als Info. Die Räume hier sind von den älteren Teilen, von Code 1 und 2, wo man halt von Raum zu Raum die Rätsel gelöst hat und dann raumübergreifend das war. Und damals ging es bis im ersten Teil bis Raum 10 und dann kam Raum 11 und 12. Und ja. Das ist gerade. Okay. Okay, Hm, okay, okay, okay. okay, Lass okay. uns davor wieder zum Amboss. Du bist auch nicht im Game Mode. Hoffe ich für dich. Oha, das klingt ja wie eine Bild. Nein, ich bin nicht im Game Mode. Gut, okay. Eine sanfte Kamerafahrt dem Statisten, dem Protagonisten über die Schulter. Die Kamera umkreist den Was? Darsteller. Okay. Ja, gut. Was halt noch dazu zu sagen gibt, ist, in der Code geht es immer darum, man kriegt, muss fünf Zahlen finden in der richtigen Kombination, die auf den Zettel schmeißen und dann in einen Hopper reinschmeißen und dann wird sich ein weiterer Weg zu einem weiteren Rätsel oder zu dem Ende öffnen. So, die Knöpfe hier waren dann früher mal Hint-Button. Immer wenn du nicht weiter wusstest, dann konntest du die drücken und wurdest dir ein bisschen geholfen, aber nicht allzu arg. Ja gut, und dann hauen wir es halt mal die Dinger rein. Jawohl. Renn und renn. Oh. Yes, es Was hast du? funktioniert. Soll ich mich da draufsetzen? Setz dich drauf. Und jetzt? Wow. Oh, ich setz mich auch drauf. Hui. Lol. No. Oh, es leckt ein bisschen, aber das ist, glaube ich, normal, weil er halt die ganze Welt noch laden muss. The Code. Ladies and Gentlemen. Nice gemacht. Drei. Echt nice gemacht. Oh, Ladies das and hängt ein bisschen, aber das ist. Gentlemen, willkommen. Okay. Ja. Ja. Das ist echt geil gemacht, muss ich jetzt mal sagen. Bleib da, lauf nicht weg. Ich bin da. So, okay, hier sind wir gespawnt. Gibt es hier irgendwas? Nein. Warte mal, ich sehe meinen Körper nicht. Ich Siehst auch du nicht. deinen Körper? Den siehst du nie. Doch, man sieht normalerweise. Doch, jetzt da sehe ich wieder. Ich sehe meine. Ach, ich hatte das Interface ausgeschaltet. Siehst du wohl, Ach sonst sehe ich so. meine Hand wieder. Okay. Okay. Hier ist ein Knopf. Ich frage mich, ob Hey, warte das mal, jetzt lass uns mal hin. erstmal umgucken. Hä? Ja. Du wurdest gepottet. Ja, Gunther. Lol. Null. Und. Ah, hier ist Erde. Hier ist Erde. Buddeln, durchbuddeln oder was? Ja, aber nur mit dem richtigen Item natürlich. Hat alles seinen Sinn. Hast du ein Item? Nein. Hast du den Knopf gedrückt? Hä? Jetzt ist da ein Dispenser. Guck mal, die Benz Dispenser. Ah, ich habe die Da ist Schaufel. nicht so. Ja. Da ist deine. Gut. Dann lass uns zurücklaufen. Andere Seite. Andersrum. So ein Käse. Vor allem, man verliert sich so schnell, wenn man immer gepottet wird. So, okay. Hey, warte, warte, warte. Ich bin bei der Erde. Ich muss jetzt da lang. Und Hi! so, Oh jetzt. Gott. Ja, du verlierst dich halt ziemlich schnell, weil du immer gepottet wirst. Und da müssen wir uns dran gewöhnen. So, okay.
Ich habe nichts bekommen. Hast du was bekommen? Nein. Okay. Dann lass uns mal wieder nach vorne laufen. Weiterlaufen. Hä? Hä? Also da war die Schaufel drin. Okay, da Da ist haben noch wir eine vorne Schaufel die drin. Erde. Ja. Sonst noch Vielleicht eins müssen wir. Okay, weiter. warte, halt, halt, komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Miep. Moment, Moment. Komm Okay, wieder ich komme zurück. wieder zurück. So, komm mal gucken. Wir laufen jetzt nochmal in die Richtung rum. Ja. Und ich sag nochmal genau in die Richtung rumlaufen. Hä, wo bist du? Hinter dir. Ah, hier hat sich was aufgetan. Hier Ah, nice. Oh, schade. ist Und eine was ist hier Axt. drin? Hier ist eine Axt. Ich habe eine. Dementsprechend müssen wir jetzt irgendwo Holz finden. Wie kommen wir hier wieder Ne, raus? wir nehmen einfach die Wolle. Ah, da. Nein, können wir nicht. Komm, da. Du hast einen Jump Boost. Hier kommst du raus. Hey. Lol. So. Dann lass uns noch weiter zurück, vielleicht. Nein, das ist die falsche Richtung. Da kommen wir wieder zur Erde raus. Sicher. Warte mal. Ja, hier ist. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Kommen wir wieder zurück. Wir Okay. müssen immer im Uhrzeigersinn müssen wir weiterlaufen. Okay. Halt auf wirklich alles schauen, Stopp, was stopp, sich stopp. verändert. Da ist unten das Loch. Genau, da haben wir es gerade die Axt rausbekommen. Halt wirklich schauen auf jedes Detail. Da haben wir die Erde weggebuddelt. Komm. Ja. Da ist die Schaufel drin. Ach, da ist Holz. Sind wir blind? Ja, ich habe nur nach unten geguckt. Mach du mal. Okay, der Holz ist weg. Also müsste jetzt irgendwo ein Durchgang nach oben offen sein. Weiter rechts rum. Ja, weiter rechts rum. So, hier. Hey. Holz runter und hui. Oh, fuck. Ja, hi. Oh, guck mal. Warten, was macht der? Ah, gesehen? Was? Guck mal da. Wenn ich den Button drücke, der eine Quarzblock bewegt sich. Hallo. Was ist da Gute drüben? Frage. Ja, lass uns weiter schon. Was ist oben? Ich schau mal kurz nach oben. Oh Gott. Und. Okay. Oh Hä? Gott. Hier ist ein Dispenser. Aber an den kommt man nicht. Nein, an den kommt man nicht hin. Doch, warte, ich bleib mal da. Ich bleib mal an der Leiter oben und du drückst mal auf den Knopf drauf. Jetzt? Nö, da verändert sich nur die Ecke. Ich glaube, das ist ein weiteres Rätsel. Wie gesagt, die Nein, Map nein, nein, besteht nein, nein. Hier aus. oben ist noch was anderes. Da weiter oben ist noch ein. Noch Drück ein nochmal, Raum. drück nochmal. Da ist eine Lava. Ja. Drück nochmal. Ach, warte mal. Kannst du durch die Lava zu dem Dispenser durchfassen? Nope. Warte mal, komm. Geht nicht, der Winkel ist zu niedrig. Dann weiß ich wie. Okay. Ich habe zwar jetzt nichts gesehen, weil ich in dir drin war, aber wir Sorry. müssen weiter Ja, und genau. können. Da ist er doch. Da. Und jetzt können wir da durchfassen. Ja! Lol. Warte, 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 warte. Stell dich in die Ecke, ich fang's vor dir auf. Hä? Was denn? Schau mal in den Chat. Siehst du das im Chat? Ja, die Zahlenkombination. 1, 2, 3, 4. Wieso hast du da eine Zahlenkombination? Was siehst du? Also halt so durchdrehende Zahlen halt. Ja. Und Buchstaben, Ziffern. Warte, Mach geh du, mal mit der Maus klick du auf mal auf die. den, klick mal auf den Dispenser. Okay, dann sage ich dir das gleich nachher. Ja. Jetzt ist Ah, eine du Zahl musst. mehr. Ja, stell dich mal vor mich. Yes. Also so. Warte, ich stelle mich in die Ecke, du stellst dich vor mich. Und wenn ich es rausziehe, fangst du die Schere auf. Ja, hoffentlich. Ja, Ja! ups. Gut. Ich hätte gerne auch noch eine. Das ganze Spiel noch einmal. Stell dich so weit wie möglich in die Ecke dahinter. Lol, ich Und? hab's. Man muss sich nur hinten, man muss sich nur ducken. Gib sie mir. Wenn man sich duckt. Oh. Von. Gehen wir mal da in den Raum hier rein. Warte mal, ich wollte dir noch was zeigen. Warte, 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 wo bist du? Hier Da, bin ich. warte. Mach mal den Chat auf und geh auf die bewegenden Buchstaben mal drauf. Hello.
Hangman, würde ich mal sagen. Meinst du nicht auch? Ist es ein Ami? Das ist eine amerikanische Map, ja. Das ist Englisch. Ein Buchstabenwort, ein Wort mit drei Buchstaben, das mit E anfängt. Kenne ich keins. Kenne ich auch nicht, keins. Auf alle Fälle Da, gehen wir mal weiter. friss die Schere. Komm, wir Okay. gehen wieder zurück. Ja, gehen wir zurück. Da sind wir hergekommen. Nein, hier sind wir nicht hergekommen. Wo bist Wo du? bist du? Warte, da. Ah. Ja. Okay, hier ist der Lispen. Ah, wir kommen gar nicht mehr zurück. Doch, wir müssen zurückkommen. Komm. Ach, warte, warte, Wir warte, kommen warte, warte, zurück. warte, Komm warte, mit. warte. Warte mal. Hier können wir wieder, müssen wir wieder einen Code eingeben. Ja. Dann lass uns mal da weiter vorgehen und schauen. Uff. Hier geht's nach oben. Da kommen wir nicht her. Warte, wo bist du denn Nein, hin? nein, einfach mal ein, nach oben. Hier blinkt's. Nee, ich wollte es dann noch mal kurz zurückgehen. Hier kommen wir noch nicht Über durch. den Dispenser. Und was ist da? Da blinkt's. Da ist nichts drin, Okay. noch nichts. Wir müssen zurück. Gut. Oh Ja. Gott, ist das kompliziert. Wir müssen noch mal jetzt ganz zurück. Nächstes sind wir wieder am. Ja, aber da kommen wir ja nicht zurück. Wir werden nicht zurückgeportet. Wir müssen dann mit einem Code der Rückweg freischalten. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Okay, was passiert? Hä? Oh, du kriegst eine Karte. Ah, guck mal, da lädt sich die Map da, wo wir schon alles waren, damit wir den Überweg finden. Damit wir Überblick halten. Wo bin ich? Wer bin ich? Wie kommen wir zurück? Im Normalfall ist hier irgendwas in der Nähe. Lava. Lava? Lava. Ja, mit Lava kommst du zurück. Hallo. Lava ist ein Retourweg, aber in die Lava würde ich noch nicht reinspringen. Ich würde hier oben kurz mal weiterschauen, was es hier noch so gibt, hier hinten. Oh, ich sehe eine Druckplatte. Noch ein weiterer Buchstabe? Geh nochmal runter. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Schau mal, es ist ein neuer Buchstabe gekommen. So ein rotierender. T. Ich schreibe mal auf. Das war ein E, dann ein S, dann Strich. Was? Ein S? Ja, also das erste Mal, wo wir die, so einen drehenden Buchstaben gefunden haben. Und wenn du mit der Maus drüber gehst. Das erste Wort fängt mit E an, dann Ja. Strich, Strich. Dann Strich, Strich, Oh L, Gott, ey. Strich, 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 Ich hätte nicht anfangen sollen, Bier zu trinken. 4, dann ein A. Ich schreibe das mal kurz auf den Zettel, Moment. Ja, ich auch gerade. Nur für unsere Zuschauer, damit die wissen, was wir hier machen. Weil ich Da. habe gerade eine Vermutung, dass wenn wir hier weiter auf Knöpfe und Druckplatten drücken, immer mehr Buchstaben dazu kommen, bis wir das Wort haben. Dann Strich O, Strich, 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 Strich. Alter Verwalter. Okay. Und der nächste Buchstabe im ersten Wort ist ein S. Moment, ich muss mal Wie nicht kommst du machen. auf das S? Weil ich bin auf die Druckplatte gestiegen. Und dann ist im Chat ein zweiter so rotierender Buchstabe gekommen. Oh. Oder? Und wenn du über den drüber gehst, dann ist dort Strich S Strich. So, dann füllen wir das mal weiter aus. Bist du dir sicher, dass das Ja, ich Englisch denke. ist? Ja. Das erste Wort weiß ich schon. Esk. Ah, ask meinst du, ne? Esk. Nein, ESC. Esk von der Tastatur. Der will uns irgendwas sagen, der Map-Hersteller. 1, 2, 3, 4, Y, 1, 2, 1, 2, L, 1, 2, 3, alter Verwalter. Oh, guck mal, ich habe aus Versehen Screenshots gemacht vorhin. Okay. Also das erste Wort ist mal Esk von der Tastatur. So, warte, ich komme. Wir gehen weiter. Wohin denn? In der nächste Raum. Okay. Gibt's hier was? Immer schön den ganzen Raum anschauen, bitte. Ah, hier fehlt was. Moment. Ah, hier oben sind Knöpfe. Ich drück mal rein. Ja, das ist blöd. Hab einen. Welchen hast du denn? Irgend sein. Oh je.
Probier nochmal einen zu drücken, Warte, vielleicht warte, kommt dann es noch ist ein neuer mehr. Buchstabe gekommen. Ja. Siehst du, das Eins. erste Wort war, wie ich sagte, Esk. Ach so. Oh, ich muss das Licht anmachen hier drin. Oh, Licht. Ja. Schalter. Eins, zwei, drei. Jetzt warte mal. Ah, okay. Alle Knöpfe sind fürs Gleiche. Einfach, dass wir das auch ausgetestet haben. Esk. Escape. Ja, Esk und dann Olo. Bis jetzt sagt es mir Gut. noch nichts. Ganz ehrlich gesagt. E. Nee, mir auch nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und Wird ja wohl noch mehr Knöpfe haben, wo wir Olo das Wort steht da, dann. ne? Ja, da steht Ja. Aje Olo. Schauen wir mal weiter. Eskelt Aje Olo. Laber keinen Ja. Müll. Ja, wir schauen wir mal weiter, was das für Wörter ergibt. Mir macht das noch keinen Wo Sinn, bist du ganz denn? ehrlich Bist du gesagt. weitergelaufen? Ja, einen Raum Ah. weiter. Hallo. So, falsche Taste. Was ist da oben in Distanz? Ich hab Papier. Ah, da gibt es das Papier wahrscheinlich für einen Anfang. Oh. Hast du das? Du hast mein Papier aufgeschnupft. Machen wir gleich, wenn wir Platz haben, oder? Warte, warte, ich schmeiß dir. Da liegt's, da Nö, liegt's. ich hab schon. Okay, jetzt habe ich zwei. Oh. Weiter geht's, oder? Weiter geht's. So, was ist hier? Ist ja nix. Ich auch nicht. Da, hier ist eine Kreuz. Nein, hier ist. Ah, Ha! da hinten ist ein Knopf. Ja. Drück drauf. Schauen wir. Ah, das zweite Wort ist Multiplayer. Esk Multiplayer. Okay. Oh, ich weiß es. Was? Ja, das Color letzte oder Wort, was? jawohl, das letzte Wort ist noch Colors. Und jetzt drück mal Esk, geh unter Optionen, also Esk, Moment. Optionen. Wir haben jetzt halt S C E S C M L T P Eier Olores. Ja, ich So im vermute, dass Endeffekt. es Esk Multiplayer Colors ist. Jetzt Optionen. Und dann Optionen, dann Multiplayer gehen wir Settings. unter, jawohl, Yes. und Colors. On. Ich denk mal, das stellen wir um. Stellen mal auf Off. Kann sein, vielleicht. Hat sich nichts geändert. Was passiert, wenn wir jetzt den Knopf nochmal drücken? Zahl! Wir haben eine Zahl! Zwei. Ja, wir haben eine Zahl. Und warte, da steht noch was. Zwei. Da steht noch was. Was denn? Multiplayer. Ah, nee, das ist das gleiche wie vorher. Ah, okay. Ja, Okay. okay. Dann würde ich gerade sagen, gehen wir nochmal zu den vorherigen Knöpfen. Dann müssten die ja jetzt auch Zahlen geben. Wir brauchen fünf Stück. Aber da ging es auch weiter. Ja, ach, da ging es hoch, da haben wir was vergessen. Moment. Hoch. 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 Sechs. Also vor der 2 kommt die 6. Wir müssen ja die Reihenfolge einhalten, auch von dem Zahlencode. Oh Deswegen Gott. würde ich kurz zurückgehen und gerne. Ich stelle mich noch kurz auf die Druckplatte. 3. Also Also dann sieht der 3, 6, Code 2. ja, bis jetzt so aus. Und dann gehen wir wieder weiter, da wo wir noch nicht waren. Okay, Ja. hier waren wir. Hier ist es Springen. Warte mal. Hier ist der Dispenser. Ja, Dann geht jetzt und weiter. da ist der Da ist der Knopf Knopf hinter der wieder Treppe. dran. Und Hier ist nicht. wir waren ganz am Anfang, war noch ein Knopf. Ja, das ist der Map-Knopf. Ach, guck mal, über dir. Drei. Drei. Drei, sechs, zwei, drei. Da kann man mit dem Kopf ranpacken. Seit wann geht es, dass Druckplatten unten angebracht sind? Wo bist du denn? Ich bin da, Ah, bei dir. hallo. Nein. Hier ist nix. Okay. Nee. Gut. Ist nix. Hier geht's nicht weiter. Doch. Nein, hier kommt's nicht weiter. Okay, dann wieder zurück. Okay, also dann fehlt uns noch eine Zahl. Vom Anfang wahrscheinlich.
Ja, Da war doch die schade. Map noch, da war doch noch diese Map. Ja, aber die Map-Knopf, das ist wahrscheinlich der neue Hint, also der neue Nein, da war Tipp. doch noch so eine ganz große Karte, auf der wir rumhüpfen hätten können. Du So, dann meinst den jetzt halt. Schwarzen da? Hast du auf den Knopf drauf gedrückt? Ah, hi. Aber das ist, warte mal. Nee, das ist. Wie ich sagte, das ist einfach nur damit die Map, die wir bis jetzt hatten, damit wir die Übersicht nicht verlieren. Können wir immer wieder hinschauen, wo sich was befindet.